Schön, dass Sie da sind. Viele Menschen sind zeitlebens auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, nach ihrer Bestimmung, ihrer Berufung, sei es, dass sie nur die innere Kraft suchen, das Ankommen oder Fliehen vom Hamsterrad oder einfach von Gott gerufen werden. Welche Wege zur Erleuchtung führen und ob es diese überhaupt gibt, wollen wir heute besprechen, diskutieren, wenn es heißt zwischen Sinnsuche und Erleuchtung. Hannes war früher ein erfolgreicher Geschäftsmann. Heute ist er einfach nur Bär, der Mensch. Hier ist Hannes. Aha, da musste ich erden. Nein, ich habe einfach gesehen, du gehst den ganzen Tag immer die Steckelschuhe durch die Gegend und es ist so gemütlicher. Ja, ich weiß. Bären haben ja auch keine Schuhe an, ne? Naja, es ist so, dass ich die meiste Zeit im Wald verbringe, wenn ich schon ein Bär bin, nicht? Ja. Und es ist einfach geil, muss ich sagen, wenn du ohne Schuhe durch den Wald rennst und es genießt und spürst die Erden unter dir. Das ist was Schönes. Du schaust irrsinnig jung aus. Ein faltenfreies, zufriedenes Gesicht, ein sanftes Lächeln, ein... Du bist erleuchtet. Sind wir alle, oder? Weiß ich nicht. Ich könnte dir eine Geschichte dazu erzählen. Darf ich dir eine Geschichte erzählen? Unbedingt. Gut. Die Engel sitzen zusammen bei einer Kaffeepause, weil es gerade gemütlich ist und angenehm ist. Und erschaffen gerade die Erde. Und wie sie so die Erde erschaffen, sagt das ein Engel, du... Wir wissen noch gar nicht, wo wir das Licht verstecken. Das eine Engel meint am höchsten Berg um. Das andere Engel, da finden das die Menschen sofort. Das nächste Engel, am tiefsten Punkt im Meer. Na, die haben bald U-Boote, dort finden sie es auch sofort. Das nächste Engel sagt, jetzt weiß ich, wo wir das Licht verstecken. Nämlich in den Herzen der Menschen. Dort suchen sie am wenigsten. Mei. Und das Geschichterl habe ich beim Kindergarten gehört. Ich war sehr lange suchend auf meinem Weg nach meinem Nahtoderlebnis mit 33. Wollte das unbedingt wieder reproduzieren und hat dann Seminare, Werte um die 30.000 Euro mir gegeben, weil ich einfach mir gedacht habe, ich regel das über den Verstand. Zum Schluss habe ich dann eine Trommel- und Geschichtenerzählung gemacht mit Kindern und das war wirklich meine mühsamste Aufgabe meines Lebens, dass du wirklich 4 Stunden lang Kinder dazu bringst, dass sie wirklich ruhig sind und nicht unruhig sind. Das ist das strengste Publikum, kann man mal sagen, die Kinder. Ja? Die sind wirklich authentisch und die machen mit dir, was sie wollen. Also du hast keine Chance, wenn du nicht wirklich bei dir bleibst und aus dem Herzen sprichst. Und dann erzählt der Kindergarten da das Geschichte. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das vorher gehört hätte, hätte ich mir 30.000 Euro der Sport. Wie war denn dein Leben vor deinem Nahtoderlebnis, vor der Suche, den vielen Seminaren? Naja. Bei mir war es so, dass ich Businessman war, Betriebe von 52 Leuten geführt habe, geschaut habe, dass das System funktioniert hat. Für mich war es ganz normal, dass ich Samstag, Sonntag auch eine arbeiten gehe. Also wenn ich mein Leben jetzt so Revue passieren lasse, dann war ich in Wirklichkeit einer, der was jetzt zwar 30 Jahre im System gedient hat, im System gearbeitet hat, aber in Wirklichkeit von den Stunden her schon bis zum 60. Lebensjahr gearbeitet hat, weil ich einfach Workaholiker war. Eine Beseelung der Sache gemacht. Mir war die Arbeit einfach wichtiger als alles andere. Aber du hast dich wohlgefühlt. Ja, natürlich, weil wenn du nichts anderes kennst, nichts anderes siehst und nichts anderes warst und die ganze Zeit im System gefangen bist, ich sag's mal wirklich gefangen bist, weil du wirst ja von Kind auf oktroyiert, in ein System zu funktionieren, weil du musst ja das machen und das und das und das und das und das und das. Deine Eltern haben es halt auch nicht besser gelernt und haben es einfach so weitergegeben. Und du hast ja geschaut, dass das, was die Eltern machen, du auch nachlebst. Und in der Mitte meines Lebens, mit 33 dann, am Ostersamstag, ist mir passiert, dass ich Schweißausbrüche gehabt habe, wenn ich früh aufgewacht bin. Und dann habe ich gedacht, was ist jetzt los? Ne? Dann war meine Frau komplett überfordert mit der Situation da. Die hat nicht umgehen können, weil ich einmal krank war. Ich derjenige, der was immer gestandenes Mannsbild bin und alles zack, zack, zack. Und das und das und das und das. Und es kommt am Nachmittag die ganze Familie aus Osterfleisch essen. Nicht? Und jetzt tun wir gemeinsam Osterfleisch essen. Und ich bin krank. Ja, und dann bin ich allein ins Krankenhaus gefahren. Beim Hinfahren ins Krankenhaus, dann habe ich
das Stück gesehen, wo mein Vater mit 59 Jahren verunglückt ist, ein Jahr vor der Pension. Mein Vater war immer ein Arbeiter, ein Workaholiker, hat alles in seine Pension verschoben und hat immer, war immer für die anderen da und hat gesagt, das mache ich in der Pension, das mache ich in der Pension, das mache ich in der Pension, und schlussendlich ist er ein Jahr vor der Pension gestorben. Ja, und dann haben wir gedacht, siehst du, jetzt hat es mich vielleicht. Jetzt bin ich dran, jetzt stirb ich. Bin dann in die Ambulanz gekommen. Und in der Ambulanz, baff, halbe Seiten mal gewesen. Schlaganfall. DIA, sagen sie dazu, ich weiß es nicht. Also, ja, so ein Art Schlaganfall. Ich bin dann nachher drauf gekommen, die ersten 24 Stunden sind ganz, ganz wichtig. Ob was Bleibendes bleibt oder nicht. Ne? Auf alle Fälle bin ich sofort in die Intensivstation gekommen. Ja, in der Intensivstation ist mir dann was passiert, was mein Leben komplett verändert hat. Ich liege so in der Intensivstation und in Wirklichkeit liegt da mein Körper und ich schwebe auf der Decke und schaue auf meinen Körper und denke mir, Scheiße, jetzt bist du tot. Und also ich war nie heilig oder irgendwas. Also Kirchen war für mich, boah, die können lernen, das Bodenpersonal von Gott kann lernen, einmal göttlich zu sein, so auf die Art war immer meine Meinung. Aber nicht best gemeint, es ist einfach, jeder geht halt seinen Weg. Ne? Und dann war es so, dass ich da an der Decke geschwebt bin und meinen Körper gesehen habe. Ne? Und auf einmal hinter mir so wirklich, so wie Ghost, der Film, so der Klassiker, das gibt's wirklich, und hinter dir geht das Licht auf. Ne? Und da ist hinter mir so das Licht aufgegangen und ich drehe mich um. Und auf einmal kommt ein aufrecht gehender Hund auf mich zu. Ne? Ich habe mich dann später also natürlich damit beschäftigt, und das war Anubis, der Totengott aus dem alten Ägypten. Und ich habe dann eine Transformationsreise nach Ägypten gemacht. Dort noch kennt die Geschichten dazu, dass die Hälfte genug war. Also, und es ist wirklich, das Schöne dabei ist, ich kann das deswegen so authentisch aus dem Herzen sprechen, weil ich es wirklich erlebt habe. Mhm. Und das ist das Schöne dabei. Ja, und dann bin ich da in das Licht marschiert mit einem Hund an meiner Seite. Und dann ist ein riesengroßer Tisch gekommen. So alles voll mit Wolken, alles war so kristallen und schön. Und da sind so 12 so Götter. Der Anubis hat sich dann auch hingesetzt, sind an den Tisch gesessen und der 13. Sessel war frei. Wieso 13? Überhaupt 13? Wieso kommt 13 auf mich zu? Und die wollten, dass ich mich zubesetze. Ich habe gesagt, nein, ich schau mir das an. Das ist, da gehöre ich nicht hin, das ist nicht mein Platz. Tut's, was glaubt's, ich schau mal zu. Gell? Ja, und dann ist ja der Zeitl vergangen und die haben immer wieder wollen, dass ich mich zubesetze zu dem Tisch. Und ich sagte, ja, jetzt bin ich eh schon tot, ist eh schon wurscht, setz ich mich halt zu. Nicht? Nix ist eh schon, weniger kann es nicht werden, also setz ich mich halt zu. Ja, und dann war es für mich so interessant, die Zeit dort zu verbringen. Es war für mich absolut zeitlos. Es hat für mich gar keine Zeit mehr gegeben. Also, wenn man das jetzt, der Gespräche, was dort stattgefunden haben, das war für mich so, als ob 4, 5, 6 Jahre. Also die haben Deutsch geredet? Die haben alle Deutsch geredet, ja. Die haben alle Deutsch geredet. Interessanterweise haben wir den Mund nicht dabei bewegt. Das war das Interessante dabei. Nicht? Wir haben uns einfach nur angeschaut und das ist. Ja. Es hat keine Zeit gegeben. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Wieso gibt es keine Zeit? Es war für mich sowas von zeitlos, aber es war absolut geil. Es war absolut geil. Und dann haben sie gemeint, so ist ein Joke gekommen, so ran und ja, bleib da im Sparbereich, rost dir aus, wenn du willst, hupst wieder oben auf, in den Sumpf, in die Erde, schwimmst du ein bisschen wieder im Dreck. Und wenn es wieder Spaß macht, kommst du wieder zurück auf. Ne? Ist ja auch nicht so wichtig, weil Zeit gibt es ja nicht. Und dann, Zeit gibt es nicht. Wieso gibt es keine Zeit? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und dann ist ja der zweite Augenblick gekommen. Der zweite Augenblick war dann sehr interessant, weil dann haben sie mir gesagt, ja, wenn ich will, kann ich halbseitig gelähmt bleiben. Das ist auch eine Möglichkeit. Als Herzeigebeispiel, wie es ist, wenn man nur mehr Ratio, Verstand lebt, sich selber nicht mehr gespürt und nur mehr schaut, dass man das Geld heimbringt. Das hat mich gar nicht gefreut. Gell? Und das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will nicht halbseitig gelähmt wieder auf die Erde hopfen, weil das taugt mir gar nicht. Gell? Und dann ist die dritte Variante gekommen. Und die dritte Variante war dann genau die, dass ich mich vielleicht an das erinnere, wie mit dem Pfarrer gestritten habe und wie man mit Gott redet. Und dann hat er gesagt, Gott ist eigentlich in Wirklichkeit nur eine Zwiesprache mit dem Licht. Nicht? Also du führst einen Dialog mit Gott, du musst nicht unbedingt beten. Nicht? Und wie ich dann mit 10 Jahren gelernt habe für mich, wie ich den inneren Dialog führen kann, wie man das nennt, sieht ja jeder anders.
und dann vom zweiten Klassenzug im ersten Klassenzug gekommen bin, Klassensprecher geworden bin, Schulsprecher geworden bin, bei meiner Lehrstelle von 52 Jahren das einzige genommen worden bin und einfach alles so passiert ist, wie ich es wollen habe in meinem Leben. Weil ich dann zum Schöpfer meiner Realität geworden bin, weil ich aus dem Herzen agiert habe. Mhm. Und ob ich mich an das wieder erinnern will und das wieder leben will. Und dann habe ich mich für das entschieden. Und eine Stunde später bin ich aufgewacht und meine Lähmung war weg. Mhm. Und dann bin ich Suchende geworden. Du hast das alte Leben quasi hinter dir gelassen? Nein, ich habe lang festgehalten. Ich habe dann wirklich einen Konkurs gebraucht noch mit einer Firma, weil ich wirklich wissen wollte und dann selber auch noch eine Firma gemacht habe. Schlussendlich mit einem Kunden mit 60.000 Euro überlassen haben. Die Bank dann gesagt hat, sie gibt mir nichts mehr und ich dann von heute auf morgen nichts mehr gehabt habe und alles verloren habe, was ich mir mein Leben jemals aufgebaut habe. Und deine Frau? Meine Frau habe ich dann nach meinem Nahtoderlebnis, hat sie das dann aufgespalten, weil sie mit mir nicht mehr als Person umgehen hat können. Mhm. Weil sie einfach, ich war dann ein anderer Mensch. Yeah. Ich war dann ein anderer Mensch und für sie war das, meine Mama ist verrückt worden. Ne? Ja? Aber wieso bist du heute Bär der Mensch? Also Bär der Mensch bin ich deswegen, weil, also wenn er schon Crystal Bär hat, ne? Wenn schon das. Ne? Mhm. Na, für mich ist einfach so, es gibt die Person Hannes Höller, die Person Hannes Höller und dann habe ich ein Talent. Und das ist für mich eher was, was ich sage, das fällt in einen Bereich ein, was nicht der Normalität entspricht, nicht der Persona entspricht. Und mit diesem Talent mache ich nichts anderes, dass ich jetzt dann das, was ich dort an freiwilligen Spenden kriege, ins Crystal Rainbow Land in Ungarn investiere und dort mit Leuten wie ein Avatar im Wald lebe. Also ich baue jetzt im Winter ein Erdhaus dort. Und also jetzt, also ich habe alles voll gekramt, mein Auto ist voll. Also nach der Karlich-Show fahre ich aber nach Ungarn und baue mir dort ein Erdhaus und möchte wirklich, ich meine, den Film Avatar kennst du ja sicher, ne? Ja. Und dort sind wir eine kleine Gruppe, die was einfach mit den Basics einfach in Wahrheit und in Liebe gemeinsam im Wald leben wollen. Und wovon lebt ihr? Also das, was uns die Natur gibt. Du sagst zum Beispiel, in jedem von uns ist ein Schamane versteckt, verborgen. Ja, ganz in klar. Jedem? Natürlich. Was heißt Schamanismus? Schamanismus heißt die Verbundenheit zur Natur. Mhm. Und wir wissen selber, wenn wir einen stressreichen Tag haben, wenn wir einfach nur hirngewichst haben den ganzen Tag, auf Gott Deutsch gesagt. Man geht eine Stunde lang im Wald spazieren und kommt wieder zurück, ist man wieder ein neuer Mensch. Mhm. Und wir verlernen es einfach, uns mit der Natur zu verbinden, weil wir sind ja ein Teil der Natur. Und Schamanismus heißt nichts anderes als die Verbundenheit zur Natur. Ich hole einen Partner auf die Bühne. Also einen Menschen, der mit ihm diskutieren wird, mit dem Hannes. Mhm. Erwin, der wird uns gleich verraten, wie er den Sinn seines Lebens gefunden hat und erleuchtet wurde. Herzlich willkommen. Erwin, wie hast du den Sinn gefunden? Wie bist du erleuchtet worden? Ich bin in einem religionsfreien Elternhaus aufgewachsen und habe zuerst einmal das Problem gehabt, wie es damals gewesen ist, nach dem Krieg, dass Religionsfreiheit praktisch tatsächlich nicht existiert hat. Also wie es gewesen ist, ein Mühlviertel damals, was du aus der Kirche austreten warst, da warst du Aussätziger gewesen. Ja, jetzt haben sie meine Eltern das natürlich nicht tun traut, haben ein paar feine Kinder getauft, aber uns natürlich nicht religiös erzogen. Und wie ich dann in die Volksschule gekommen bin, und das vergiss ich nie, die erste Religionsstunde, die Religionslehrerin hat gesagt, wir machen das Religionsheft auf, dann nehmen wir den Rotstift und dann zeichnen wir ein großes rotes Herz hinein, weil wir alle den Jesus so lieben. Denkt das Weib spinnt. Was soll ich denn Jesus lieben? Den habe ich kennt. Also, Jesus, Marat, Josef, was ist denn da passiert? Und so. Ne? Und also, das war mir also sofort eine unsympathische Figur. Und ich habe mir aber nicht helfen können. Weil ich habe dann 12 Jahre lang in der Schule jede Woche 2 Stunden lang den Jesus lieben müssen, sozusagen. Das war dann so eine Methode, Hände falten, Goschen halten. Mein Vater hat mir daheim gesagt gehabt, mach dasselbe, was die anderen Schüler tun, fahr nicht blöd auf, red nicht dagegen und tust nicht mit. Ja? In der zweiten Klasse haben wir dann beichten gehen müssen. Da hat mein Vater auch kurz beraten und gesagt,
ist der Franz, wurscht, was du sagst, sagst nicht, du hast Kraft und du hast heimlich irgendwo beim Nachbarn Töpfe gegessen oder mit deinen Brüdern segiert oder so, ist ja ganz wurscht. Oder gesagt, da würde dir wahrscheinlich drei Vater unser Strafe geben dafür, da stößt du irgendwo in Ecken von der Kirche hin, zahlst langsam bis 30 und dann gehst. Ja. Und ich habe an sich daraus gelernt, dass ich das nicht mag, wenn ich lügen und heucheln muss. Das hasse ich. Und dann Namen des Vaters und des Sohnes und das ganze Zeugs. Und immer habe ich da mittun müssen dabei und habe nie am Funken davon geglaubt. Aber ich bin abgerichtet worden drauf. Und da habe ich natürlich dann, war ich dann immer froh zu sagen, wenn ich irgendwas gehabt habe, was auch meiner Meinung war. Ne? Das war mir dann sympathisch. Und ich habe also die Welt nicht als eine Schöpfung von einem bösartigen Gott erlebt, weil das war ja damals so, in die 50er, 60er Jahre, da war selbstverständlich, dass du lernst im Religionsunterricht, wenn du am Sonntag nicht in die Kirche gehst, und ich bin natürlich nie in die Kirche gegangen, dann kommst du ins Fegefeuer und da wirst dann gefoltert. Ne? Das ist heiß und brennt und so. Ne? Und was du im Glauben abfällst. Also in der Religion hast du deinen Sinn des Lebens nicht gefunden. Bist du ein Unsinn, Unsinn habe ich Unsinn gefunden. Unsinn von mir aus, ja. Aber bist du erleuchtet worden? Ich habe mir an sich geschaut, dass was, ich nicht... Warum lebst du? Ja, das ist einfach so sagen, ich lebe deswegen, weil mein Vater und meine Mutter Geschlechtsverkehr gehabt haben. Okay. Ganz einfach eine Antwort. Also du hast keine Aufgabe hier auf der Welt. Du musst nicht nach dem Sinn des Lebens suchen. Dass ich lebe... Ja. Das habe ich beantwortet. Das war meine Aufgabe im Leben. Ja, das hast du nicht, genau. Ja, aber ja. Viele Menschen, so wie der Hannes neben dir, sind erleuchtet quasi. Also er weiß jetzt, was ich so mitgekriegt habe, wenn seine Frau gesagt hat, er ist verrückt, dann würde ich sagen, das darf ich auch sagen. Ja. Also, ja, in der Psychologie nennt man das einen systematisierten Wahn, was er da erzählt hat. Wo sie einfach eine Welt schafft, ja. Wo er sich wohlfühlt, was einem was gibt, wo er sich freut. Na gut, aber du hattest kein Nahtoderlebnis. Du hast nicht. Ich hatte ein Nahtoderlebnis. Und du bist. Nein, das habe ich angesehen. Es war nicht so dramatisch. Ich bin nur beinahe ertrunken. Und habe dann im letzten Moment, wo man denkt, ist vorbei, nur wieder Boden unter den Füßen bekommen. Und da habe ich diese Endorphine-Ausschüttung gehabt vorher, so auf die Art, akzeptiert es, lass gut sein, jetzt ist es aus und vorbei. Und da war ich an sich emotionell einverstanden damit, dass es vorbei ist. Wollte das gehen? Nein, also ich habe keine Chance mehr. Und da habe ich dann praktisch das Hirn gesagt, ärgert dich nicht, sei dir entsetzt, mach das friedlich und akzeptiere es. Und war da auch ein Licht? So schnell, das ist schnell gegangen, da habe ich mit dem Boden und die Füße gehabt, bevor ihr Licht gekommen ist. Also das hat genau dauert eine halbe Minute. Nein, das waren einige Sekunden, die ganze Geschichte. Aber es hat mich natürlich tief beeindruckt, dass meine Eltern nie erzählen können, weil sie dort nicht mehr Boden hingehen dürfen. Ja. Vor allem ist es sehr interessant, dass du das jetzt so erzählt hast mit dem Glauben und mit dem Zugang, den du nie erlebt hast, weil mein nächster Gast, nämlich Kurt, dir gleich sein Leben erzählen wird. Wunder geschehen. Das weiß der Kurt, der früher ein Ungläubiger Thomas war, sozusagen. Hier ist der Kurt. Kurt! Welche Rolle spielte der Glaube früher bei dir und heute? Also früher hat es überhaupt keine Rolle gespielt. Früher war Glaube für mich ein rotes Tuch. Und im Laufe der Jahre wurde es immer roter, dieses Tuch. Es wurde so rot, dass ich und meine Frau dann ausgetreten sind aus der Kirche, aus verschiedenen Gründen. Und durch verschiedene Krankheiten in der Familie und im Bekanntenkreis. Aber für mich klar ist, es kann keinen Gott geben. Also das ist eine Erfindung von irgendwelchen Menschen. Okay. Das war damals. Jetzt schaut das Ganze anders aus. Durch das, was ich erlebt habe, ist für mich Gott sehr wohl real. Und wie gesagt, der Glaube für mich sehr wichtig geworden. Was ist passiert? Es war so, dass ich an und für sich immer gute Jobs gehabt habe. Ich habe eine Frau gehabt, eine Familie, zwei Kinder, die jetzt erwachsen sind, ein Enkelkind. Es lief eigentlich alles sehr gut für mich. Und ab 2002 ging es dann so nach und nach bergab. Das heißt, es folgte zuerst eine Scheidung, wo ich der Treibende war.
Es kam 2 Jahre später die erste Arbeitslosigkeit. Nach 33 Jahren Arbeit, Vollzeitarbeit, musste ich zur Kenntnis nehmen, dass sich die Arbeitswelt komplett geändert hatte. Ich stand ohne Einkommen da, ich musste erst schauen, wie ich das alles regle. Es hat sich dann nach 4 Jahren und 1400 Bewerbungen ergeben, ein neuer Job. Und der hielt allerdings auch nur 1 Jahr und 4 Monate und dann war auch das wieder aus und ich rutschte das zweite Mal in die Arbeitslosigkeit. Und beim zweiten Mal war es für mich noch ärger, weil ich wusste schon, was mich erwartet. Und ich musste trotzdem zur Kenntnis nehmen, das hat sich weiter verschärft, die Arbeitssituation am Arbeitsmarkt. Und als zu dieser Zeit schon fast 55-Jähriger sah ich mich eigentlich chancenlos am Arbeitsmarkt. Ich habe dann in weiterer Folge weitere 400 Bewerbungen losgeschickt und außer Absagen kam da gar nichts. Und jetzt war es dann so, dass ich durch einen Einspruch meinerseits gegen einen Bescheid saß ich 4 Monate völlig auf dem Trockenen. Das heißt, ich hatte weder irgendeine Unterstützung, noch war ich krankenversichert. Und das brachte mich in eine ziemlich prekäre Situation. Ich rutschte in eine Depression, mit der ich nicht umgehen konnte, weil sowas kannte ich bisher nicht. Und es war, wie gesagt, so, dass ich gesagt habe, jetzt bin ich so ziemlich am Abstellgleis am Ende und ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und dann hast du aber plötzlich eine Stelle aufgesucht? Naja, es war so, dass meine damalige geschiedene Frau zu mir sagte, okay, ich kann das nicht mehr tragen, wie du dich aufführst. Pack dich zusammen, wir fahren in den Wienerwald. Wir brauchen einfach Luftveränderung, damit wir den Kopf wieder frei bekommen. Und wir sind dorthin gefahren und mir ist gleich bewusst geworden, dort gibt es eine Lourdesgrotte. Das ist in Maria Gugging. Und die hatten wir vor, also 1985, das erste Mal so im Vorbeigehen besucht, hatten dort eine Kerze angezündet, gingen wieder raus. Das heißt, wir hatten eigentlich nichts Besonderes getan. Dieses Mal war es so, dass wir uns dann hingesetzt haben und ich im Stillen, mit meiner Frau konnte ich über solche Themen auch nicht reden, gerufen habe, also wenn es dich gibt, Mutter Gottes, dann ist jetzt an der Zeit, dass du etwas tust, weil sonst geht bei mir das Leben den Bach runter. Und wir gingen dann wieder weg und ich habe mir eigentlich nichts erwartet. Ich habe nicht erwartet, dass irgendetwas passieren wird, weil es ist ja nie was passiert bis jetzt. Und es war so, dass wir dort wegfuhren und ich das Gefühl hatte, innerlich ruhiger zu sein. Ich habe das eigentlich in Verbindung gebracht mit dem Spaziergang im Wienerwald, eben, dass mir das gut getan hat, dieser Waldspaziergang. Jetzt war es aber so, dass nach 2 Wochen, für mich persönlich, ich sage immer so, die Wunder begannen. Das heißt, von einem Tag am anderen war diese Depression weg. Das heißt, ich hatte wieder Zukunftsperspektiven, ich hatte Hoffnung. Es hatte sich aber die Situation nicht geändert. Es war dieselbe Situation wie vorher. Ich war arbeitslos, ich hatte keine Chance auf einen Job. Und ich habe mir gedacht, was passiert da? Ich habe mir gedacht, okay, das ist sicherlich auch noch so eine Nachwirkung des Waldspazierganges. Und es hat, wie gesagt, nach 2 Wochen immer noch angehalten. Ich war guter Dinge. Ich hatte Hoffnung, dass es irgendwie weitergehen wird. Dann lief auch wieder die Notstandshilfe an. Das heißt, es kam auch wieder ein bisschen Geld rein. Ich konnte wieder überleben. Und ich dachte mir, irgendetwas passiert hier. Aber ich konnte es nicht einordnen, was ist es? Und ich bin dann wieder zu dieser Lourdesgrotte, diesmal alleine rausgefahren und habe gesagt, okay, kann ich nicht zuordnen, was passiert ist, kann Zufall sein. Wenn du es warst, Mutter Gottes, dann bitte, ich brauche einen Job. Ohne Job geht es nicht. Und es dauerte 4 Wochen und völlig unerwartet kam ein Jobangebot rein. Ich wurde eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch, habe dort 2 Auswahlrunden mitgemacht und wurde als 2. nominiert. Habe mir gedacht, okay, 2. ist kein schlechtes Ergebnis, damit kannst du leben. Und ein paar Tage später rufen mich die an und sagen, okay, die erste ist uns abgesprungen, wollen sie immer noch? Und da dachte ich mir, na super, das ist das unglaublich. Ging dann dorthin, habe das Vorstellungsgespräch noch einmal gemacht und hatte diesen Job bekommen. Habe aber nach 2 Tagen festgestellt, also Spitalsportier ist nicht meins, das kann ich nicht. Aus verschiedenen Gründen nicht und habe dann gesagt, okay, so leid es mir tut, also diesen Job schmeiße ich wieder. Haben wir gedacht, jetzt hast du deine Chance vergeben. Bin wieder in, ich sage immer, meine Grotte rausgefahren. Habe gesagt, Mutter Gottes, die Chance habe ich geschmissen, ich brauche eine neue Chance.
Ja. Haben wir gedacht, wenn schon, Frechheit siegt, okay, probierst das. Mhm. Und so unglaublich es auch klingen mag, es kam dann ein Jobangebot für einen geringfügigen Job, den habe ich 6 Monate ausgeübt. Dieser geringfügige Job zusammen mit der Notstandshilfe hat mich sehr gut über Wasser gehalten. Und in dieser Zeit wurde dann meine Schwester, meine älteste Schwester, krank. Sie hatte einen Hirntumor, musste operiert werden, hatte anschließend eine Chemo. Und ich bin natürlich sofort wieder zu dieser meiner Lourdesgrotte rausgefahren und habe gesagt, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen. Das heißt, wenn meine Schwester die OP überlebt, wenn die Chemo gut ausgeht, dann kann das kein Zufall sein, dann bekenne ich mich auch dazu, dass hier was passiert. Und es war so, also meine Schwester hat die erste OP gut überlebt, sie hat die Chemo überlebt und es schien alles wunderbar. Das heißt, ich bin dann nochmal rausgefahren, habe gesagt, ja, jetzt bekenne ich mich, ich möchte glauben. Weil das hatte ich ja nicht. Ich war vor 25 Jahren aus der Kirche ausgetreten, hatte mit Glauben nichts am Hut. Ja, und habe mich eben dazu bekannt. Zu dieser Zeit war es dann auch so, dass ich ein weiteres Jobangebot für einen Vollzeitjob bekommen habe. Den übe ich heute noch aus und bin sehr glücklich darin. Und zu deiner Frau hast du auch zurückgefunden? Ja, es war dann so, dass ich... Wie ich zurückgekommen bin, dachte ich zuerst, jetzt halten dich alle für verrückt. Also das, jeder, der mich gekannt hat, muss gesagt haben, jetzt wird er verrückt, jetzt ist er fanatisch religiös geworden oder wie auch immer. Und ich dachte mir, schwer rüberzubringen. Und ich war erstaunt, dass das eigentlich nicht so ablief, dass die Verwandtschaft, die Bekanntschaft, die Familie eigentlich im Gegenteil gesagt haben, okay, also wir bewundern das, es ist super, dass dir das passiert ist. Schönsam. Wir machen ein kleines Päuschen, dann reden wir gleich weiter, weil man ja sehr viel in Zeitungen und Zeitschriften liest, nicht nur die Sinnsuche, warum leben wir, was ist unsere Aufgabe, sondern auch die Glückssuche. Also wie wird man zufrieden, wie wird man glücklich? Und ich freue mich sehr, dass Volker Tegetthoff, den kennen Sie ganz bestimmt, da ist und er wird uns ein bisschen was verraten. Bis gleich. Am Samstag plaudert Vera mit Niki Lauda über Liebe und Familie, Geld und Geiz, Erfolg und Härte und vieles mehr. Ehrlich gesagt, ich bin noch nie im Bus gefahren. Weil du nicht weißt, wie man zahlt? Nein, ich habe einmal die Kinder abgeholt und habe wirklich geschaut, dass ich mich nicht erwischen. Vera bei Niki Lauda, Samstag, 22 Uhr, ORF 2. Zwischen Sinnsuche und Erleuchtung, das ist mein Thema heute Nachmittag. So in Gesellschaften, die eigentlich eh alles haben, also Menschen, es geht uns ja gut, da gehen wir dann eine Stufe weiter und sucht nach sich selbst, nach dem Sinn, nach, ja, was auch immer es ist. Hannes hat auf alle Fälle diese Dame bewegt, ja. Irgendwie hast du ihn nicht ganz verstanden, gell? Ja, genau. Also vielleicht bin ich auch die Einzige, die nicht verstanden hat, was der Sinn deines Lebens jetzt ist. Jetzt weiter, ich meine, ist der Sinn, dass du jetzt für immer im Wald lebst, so für dich allein und in der Gruppe und von was lebst du? Ist das jetzt der Sinn deines Lebens? Der Einstein hat gesagt, es gibt zwei Dinge im Leben, was ganz, ganz wichtig sind. Das eine ist, dass du geboren wirst und das zweite ist, dass du weißt, warum. Und für mich ist mein Sinn des Lebens, dass ich eben gesehen habe, wie sehr ich mit meinen Geschichten, ich mache so Kurzgeschichten über gewisse Themen, die Herzen der Menschen berühre. Und das macht mir so viel Spaß. Und der, was mir was gibt, der gibt mir was. Und wenn mir keiner was gibt, gibt mir nichts. Ich habe genauso 14 Tage, dass ich nichts zum Essen habe am Tisch. Passiert genauso. Aber was isst du dann? Wasser. Ah. Was du jetzt machen, solange du lebst, das ist jetzt so der Sinn. Für mich ist es so, dass ich erkannt habe, dass Zeit nicht existiert und die einzige Zeit, die existiert, der Augenblick ist. Jetzt, das Hier und Jetzt. Und jetzt sind wir da. Okay, ich weiß nicht, was du im Badezimmer machst, aber für gewöhnlich wahrscheinlich Körperhygiene, das macht die Agatha auch, aber sie macht zusätzlich noch andere Sachen im Badezimmer. Hier ist die Agatha. Was macht die Agatha im Badezimmer? Die Agatha meditiert im Badezimmer. Ich habe da so meinen Meditations-
Hocker oder Polster. Mhm. Und das ist mein Rückzugsraum. Okay. Das ist mein Lieblingsraum. Das ist ja interessant, deine ganze Geschichte, deinen Zugang zu deinem Leben jetzt. Wie hast du früher gelebt? Was hast du gearbeitet und was machst du heute? Ich war früher Friseurin, habe am Land gelernt, bin dann durch meinen Partner nach Wien gekommen, mhm. habe dann dort weiter meinen Beruf nachgegangen, habe dann die Meisterprüfung gemacht und an dem Tag, wo ich den Abschluss der Meisterprüfung gemacht habe, habe ich gesagt, so, das war's jetzt, ich beende, das war der erste Schritt in mein neues Leben und habe dann den Beruf an den Nagel gehängt und habe gesagt, ja, jetzt lass ja mal auf mich zukommen, was kommt. Und ein paar Tage später ist ein guter Freund von mir an mich herangetreten und hat mich gefragt, du, ich habe jetzt gerade eine Buchhandlung eröffnet, aufgemacht, das ist eine Esoterik-Buchhandlung, hast du nicht Lust, mit mir zusammenzuarbeiten? Da habe ich gesagt, nein, ich weiß nicht, aber ich habe mit Buchhandel überhaupt nichts am Hut, ich weiß auch nicht, was ich da machen soll. Da habe ich gesagt, komm, probier, schauen wir mal, wie das funktioniert, wie das läuft. Ja, und so war es dann, dass ich dort dann gearbeitet habe und habe die Fülle von all dem, wonach ich vorher schon gesucht habe, irgendwo war nicht so wirklich zufrieden. Ja. War auf Suche nach etwas, aber war nicht gewusst, was. Mhm. Und dann habe ich die Fülle gehabt in alle Bereiche. Konnte sich reinlesen in alles. Konnte mich reinlesen, genau. Mhm. Habe interessante Leute kennengelernt und habe gemerkt, dass das einfach meine Welt ist. Und dann hast du deinen Weg gefunden, vor vielen Jahren schon, zum Yoga. Heute in aller Munde macht ja jeder eigentlich fast schon. Ich nicht. Glaubt man. Solltest du aber, das ist super. Ja, aber es war damals fast was ganz Exotisches. Ja? Ja, schon. Also es war dann so, dass wir dann gemeinsam, ich habe ja mit 18 Jahren meinen jetzigen Mann kennengelernt. Mhm. Und und wir sind dann nach einigen Jahren sind wir dann wieder zurück aufs Land, nach Kärnten. Naja, und da habe ich schon ein bisschen ein Wissen mir angeeignet und habe gedacht, naja, wir schauen mal, wie sich das mit dem Yoga so tut am Land, und wurde relativ gut angenommen. Also nicht immer, also es natürlich waren auch andere Meinungen und die mich dann ein bisschen wieder traurig gemacht haben, weil ich doch so mein Wissen und meine Erfahrungen weitergeben wollte, aber es wollte nicht jeder. Na, jeder will es auch nicht. Man will. Aber was schön ist, dass du deinen Weg gefunden hast, weil wie viele Menschen lernen einen Beruf und bleiben dann dabei, weil sie ihn einfach gelernt haben und das macht man halt dann so. Ne? Also, oder trauen sich auch gar nicht, was anderes zu machen. Man hatte viel zu viel Angst vor Veränderungen. Also das ist... Ja, wenn das Bedürfnis und das Gefühl so intensiv und so stark ist, dann kann man gar nicht anders. Dann ist der Wunsch da, so, ich mache das jetzt, und dann kommt schon, glaube ich, von oben auch ein bisschen ein Wink, eine Hilfe, die dir noch ermutigt, den Schritt zu machen. Und interessanterweise zum Beispiel beim Hannes ist die Ehe gescheitert durch seine Veränderung. Dein Mann hat das aber gutiert. Der hat das nicht irgendwie als komisch erachtet. Nein, er hat gesagt, geh du deinen Weg, aber lass mich meinen gehen. Und das das war dann so. Aber ihr seid das bis heute so. Ja, er sitzt da und sag ich, ja, also ich denke, es wird immer besser, ja. Mhm. Ja. Weil man sich auch lässt, ja, wenn man sich entfalten lässt. Was sagst du zum Hannes und seinem Weg? Interessant, faszinierend. Was mir dazu einfällt, weil ich ja sehr viel in der Szene unterwegs gewesen bin, wie ich da meine Seminare gemacht habe. Und in den Seminaren, was eben so von 20 Teilnehmern waren, 18 Frauen und 2 Männer. Also es waren sehr viele Frauen. Und es ist ja natürlich so, dass die Selbstfindung bei den Frauen schon sehr extrem ist, wie bei den Männern. Die Männer können oft mit der Situation nicht gut umgehen. Ne? Und die wollen sich auch nichts verändern oder entwickeln. Ne? Was denkt sich der Erwin? Bei ihm ist relativ einfach, der hat Ursache und Wirkung verwechselt. Er hat eine Wende im Leben erreicht durch äußere Umstände.
er hat sich, es kann schon sein, dass er durch die Fahrt da in den Wienerwald, dass er sich da besser gefühlt hat nachher, dass er dann weniger depressiv wird. Das kann schon eine psychische Umstimmung verursachen. So etwas glaube ich durchaus, dass es sein kann. Also das war nicht die Mutter Gottes. Aber dass ihm dann nachher ein paar gute Sachen passiert sind, das hat er dann auf die Maria zurückgeführt. Ja. Das heißt, das war die Ursache dafür, dass er besser gegangen ist, dass er gläubig geworden ist. Und nicht, dass er Maria geholfen hat, dass er ein besseres Leben hat. Das ist einfach, das ist bei religiösen Menschen ja sehr häufig, dass Ursache und Wirkung verwechseln. Mhm. Wenn es mir gut geht, dann hat man vielleicht wer geholfen. Und es ist auch oft so, wenn Leute beten dann. Nicht? Also irgendwer ist krank und es wird gebetet, dass es ihm besser geht. Und wenn es ihm wirklich besser geht, hat Gott geholfen. Wenn es ihm nicht besser geht, dann tut Gott die Menschen prüfen. Und wenn es ganz schlecht ausgeht, dann sind die Wege Gottes unerschlüsslich. So einfach funktioniert das an sich. Okay, also wie ich bei der Lourdes geraten war, war ich Atheist. Das heißt, ich habe eigentlich... Du warst kein Atheist. Ich war ein Atheist, glauben wir es. Ich bin dort hingegangen, bitte, mit der Erwartung, dass ich nichts erwarte. Danke für das Kino. ich hab nichts zu sagen verlieren. Was kann mir passieren? So, und dass ich aus tiefstem Herzen aufschreit zur Mutter Gottes, pass auf einmal, jetzt hilfst du, wenn es die gibt. Und das nicht gibt, hätte es mir nicht geholfen. Ich hab's persönlich das ist meine drauf. Persönliche Meinung. Ich hab's persönlich drauf. Und, du hast das persönlich drauf? Ich hab Maria persönlich drauf. Na, siehst du? Ja. In Medjugorje treffen sie seit 1981, die diese Seher, und die hat ja schon 30.000 Botschaften gegeben oder was. Und die, was immer dann so von dieser heiligen Einfalt sind, liebe Kinder, betet dafür, dass der Frieden zunimmt oder so irgendwas. Eine Frage, warst du schon mal in Medjugorje? Warst du schon persönlich unten, meine? Nein, ich kann mir schon vorstellen, dass du da Euphorie entsteht und die Leute, die dort sind, miteinander beten und so. Das ist dasselbe, wie wenn du ins Popkonzert gehst und ruhig vor jetzt. Das, was anderes ist ja das auch nicht. Und die Leute sagen, in Hochstimmung, mein Gott, nein, die Gottesmutter ist erschienen, nachdem sie überhaupt noch nie wer gesehen hat. Der Hames hat schon gesehen. Du hast das alles drauf. Ja, wirklich. Ich kann auch sagen, ich habe was über. Es ist ein Krampus getroffen, in echten und in Osterhasen habe ich getroffen. Das kann ich auch dazu. Wo hast du sie getroffen, Hannes? Also bei mir ist es so gewesen, wie ich meine erste Reise ins Rainbowland getätigt habe. Sind wir dann irgendwann zwischen 4 und 5 Uhr in der Früh endlich angekommen auf dem Mainfeuer, das Lagerfeuer, was die ganze Nacht über brennt. Bin dann beim Lagerfeuer dort eingeschlafen. Und dann bin ich aufgewacht und wie meine Augen aufgemacht, Sonntag in der Früh, sitzt Jesus und Maria vor mir. Kein Schmäh. Nein, es waren zwei Menschen. Und wenn man sich jetzt Maria als Person vorstellt und Jesus als Person vorstellt, dann habe ich mir gedacht, Jesus und Maria sitzen vor mir. Und für mich geht es in Wirklichkeit nicht darum, das zu personifizieren, also eine Person draus zu machen, weil in Wirklichkeit brauchen wir Menschen ja eine Person dahinter. Die Glaubenslehren brauchen ja nicht mehr Menschen, damit also wir das verstehen. Also du meinst, so Gott ist oder Maria ist in jedem von uns. Kann sein. Genau, so ist es. Es ist alles nur Energie. No? Ja? Das und wer ist dann in mir, außer mir? ich habe momentan eher ein Problem mit meinem Fuß, weil ich habe da vorne ein Hühnerauge. Der erfindet der Teufel die Hühneraugen. Speziell. Geh, um Gottes Willen. Bis wir uns fürchten. Hol mal lieber den Volke dazu. Volke Tegethoff, der sehr gerne und sehr schön und sehr viele Geschichten erzählt und heute sagen wird, wie wir den Sinn finden können. Hier ist der Volke Tegethoff. Herzlich willkommen. Volke, warum begeben sich so viele Menschen heutzutage auf die Sinnsuche und wollen erleuchtet werden? Fehlt uns so viel? Wenn wir zurückblicken in die Menschheitsgeschichte, haben wir 98% der bisherigen Menschheitsgeschichte ohne Sinn des Lebens auskommen können. Nämlich da gab es nur zwei Sachen. Nämlich wie erlebe ich den nächsten Tag und die Vermehrung. Das war's. Und 2%, das heißt ungefähr seit 5000 Jahren, beschäftigen wir uns mit dem Sinn. Nämlich in dem Augenblick, wo die Menschen begonnen haben, nachzudenken,
warum gibt es die Gestirne? Mhm. Wieso gibt es den Tod? Hat man begonnen, danach zu fragen, warum bin ich eigentlich hier? Und da gab es eine Antwort, nämlich das war die Religion. Und die Religion ist nicht von Gott entstanden, sondern ist von Menschen gemacht worden. Mhm. Und also ich nehme den Applaus sehr gerne. Ich finde das, was der Erwin sagt, das unterstreiche ich sehr. Was wir noch nicht besprochen haben hier und was aber, glaube ich, sehr, sehr wichtig für alle ist, die hier sitzen, woher kommt diese Sehnsucht nach Religion oder auch nach dem Atheismus, dass wir sagen, es gibt keinen Gott, weil das ist ja auch eine Art von Religion. Und der kommt, weil wir über eine unglaubliche Kraft verfügen, die das alles lenkt und steuert, nämlich den Glauben. Und der Glaube hat nichts mit Gott zu tun, der Glaube hat nichts mit Religion zu tun. Der Glaube ist etwas, was in uns ist. Und mit Hilfe der Fantasie, Vorstellungskraft, können wir in uns etwas so bildhaft darstellen, darum gibt es auch die Geschichten, in allen Religionen, ob das der Katholizismus ist, das Judentum, der Islam, die alle arbeiten mit Geschichten. Es ist wissenschaftlich ganz einfach nachzuweisen, warum, weil Geschichten, und zwar nur Geschichten, keine Informationen, sondern Geschichten, lassen in unserem Gehirn Bilder entstehen, die dann einfacher abrufbar sind. Und das ist das, was wir suchen und das, was wir wollen. Deswegen bist du auch Märchendichter und Erzähler geworden. Vielleicht, vielleicht. Ich habe eine ganz ähnliche Geschichte wie der Erwin hinter mir, aber auch eine Geschichte wie der Kurt. Ich bin vollkommen ohne Religion aufgewachsen. Und es ist ganz eigenartig, in allen meinen Büchern, es ist jetzt gerade mein 43. erschienen, kommt ständig und immer wieder Gott und Jesus und alle diese Dinge vor. Es sind in so vielen Zeitschriften, Zeitungen, überall wird diskutiert und geredet und gesprochen über das Glück und die Zufriedenheit. Also viele Menschen steigen aus, verkaufen alles, machen sich auf die Reise, schauen sich was an, im wahrsten Sinne des Wortes, oder auf die Reise in sich hinein. Also das ist schon, das hat es früher so nicht gegeben. Es sind doch nicht viele Menschen, aber wir sind immer mehr, das sind kommt, Geschichten. Das kommt schon. Das kommt aus unserer... Ich kenne keinen einzigen. Was, der sich auf den Weg immer entschuldigt. Wir haben ja vorhin gesagt, seit 5000 Jahren suchen die Menschen. Heute sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir in einer unglaublichen Überflussgesellschaft leben. Wir haben einfach alles. Wenn wir uns die westliche kapitalistische Welt anschauen, es gibt wirklich nur einen ganz kleinen Teil von Menschen, denen es sehr, sehr schlecht geht. Mhm. Und genau aus dem Grund, weil wir diese Ursprünglichkeit unseres Lebens, nämlich wie überlebe ich den Tag und wie vermehre ich mich, das war zu Beginn, das hat 196.000 Jahre war das wichtig. Und das ist aufgelöst. Das heißt, wir haben alles und jetzt müssen wir uns mit was anderem beschäftigen und suchen, weil das Einfachste, so wie du in der Natur, wir sind komplett denaturiert. Ja. Wer kann sich heute schon erlauben, in den Wald zu gehen? Aber man sieht, ja, was machen die Menschen? Aber was machen die Menschen, wenn sie die sogenannte wichtigste Zeit des Jahres, das nennen die Menschen Urlaub und Ferien, was machen sie? Sie fahren ans Meer. Sehr, sehr viele fahren ans Meer, wo es nichts gibt, außer das Meer und den Horizont. Sie fahren in die Berge, wo es nichts gibt. Ja. Ja, sie fahren, klar, Städtereisen, das ist was anderes, wo man halt die Action haben will. Aber diese Sehnsucht, diese Ursehnsucht nach dem Wenigen, das ist sicherlich da. Was ist der Sinn deines Lebens? Ist an sich einfach zu sagen, ich arbeite seit 36 Jahren mit dem Märchen und habe über 4000 Gastspiele hinter mir. Und wenn ich Menschen vor mir sitzen sehe, die, hast du auch schon gesagt, die erfüllt sind von dem, was sie da hören, dann erfüllt mich das mit Freude, mit Stolz. Aber meine Arbeit, ich arbeite mehr für Erwachsene. Aber meine Zielgruppe sind nämlich Kinder. Das ist für mich... Große Kinder. Ab 6 Jahren oder ab 4 Jahren, weil sie sind die Hoffnung. Das heißt, bei den Erwachsenen kommt das schon oft zu spät, aber wir müssen bei den Kindern ansetzen. Und ich mache sehr, sehr viele Projekte, um auch Eltern zu helfen, mit ihren Kindern besser arbeiten zu können.
das, was ich versuche, gerade Eltern, das ist so das Zentrum meiner letzten 10 Jahre geworden, wo ich glaube, so eine Art Stein der Weisen gefunden zu haben. Er ist so simpel, er ist so einfach, er ist nicht von mir erfunden, ich habe einfach nur hinhören müssen, nämlich zuhören. Ich habe mein vorletztes Buch heißt, wie man in 3 Sekunden glücklich wird. Und das ist mein erstes Sachbuch über Zuhören, weil ich draufgekommen bin, dass die allergrößte Sehnsucht des Menschen darin besteht, jemanden zu finden, der einem zuhört. Und das ist ein simpel und einfach hingesagter Satz. Wenn man den hört, sagt man ja, okay, ja. Wenn man ihn aber wirklich, was ich getan habe, studiert und ihn auseinandernimmt und versucht, ihn anzuwenden, dann hat er eine unglaubliche Bedeutung. Weil er eben sagt, dass die Gesellschaft, in der wir leben, ist eine sehr egoistische geworden. Und das Sprechende ist immer im Vordergrund. Also wir sagen, der hat was zu sagen. Aber das Zuhören ist ganz zurückgedrängt worden. Ist alles im Leben Schicksal? Also ich nenne es nicht Schicksal, sondern ich nenne es, dass wir ständig und ohne Unterbrechung an Wegkreuzungen kommen, die für uns entscheidend sein können, die für uns entscheidend sind. Und dort in diesen Wegkreuzungen können wir uns entscheiden, in welche Richtung wir gehen. Es ist aber unsere Entscheidung. Ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der da oben sitzt und uns wie auf einem Schachbrett von einer Sache zur anderen führt. Also, dass du deine Frau gefunden hast, das ist Schicksal. Es war nicht Schicksal, sondern es war von mir von langer Hand vorbereitet. Ach so. Nein, nicht so, wie ihr jetzt glaubt, sondern lange Hand vorbereitet, dass ich 2 Jahre ganz zölibatär gelebt habe, weil ich wusste, mein Glaube hat mir das erschaffen, weil ich wusste, dass die Frau, mein Gegenpart, irgendwo auf der Welt herumläuft. Und ich muss nur sensibel genug sein, um diesen Augenblick wahrnehmen zu können. Und ich habe diesen Augenblick erlebt und habe in dem Augenblick gewusst, das ist die Frau, die ich heiraten werde. Sie hat es noch nicht gewusst, aber... Hast du es ihr gesagt? Irgendwann hat sie es dann nicht bekommen. Lieber Dr. Martin Fehlinger, warum und in welchen Situationen suchen Menschen nach dem Sinn des Lebens, nach dem tieferen Sinn? Suchen wir alle? Also auf der Bühne haben wir sicherlich ganz besondere Beispiele und spektakuläre Beispiele gesehen. Grundsätzlich ist die Sinnsuche ein Bedürfnis, das uns Menschen zu eigen ist und nur uns Menschen. Weil so über uns nachzudenken, über unser Tun, über unser Handeln, über den Tod, über die Geburt, das können nur wir Menschen. Und wir haben unterschiedliche Bedürfnisse, dass wir denken nicht immer nur an den Sinn des Lebens, sondern zuerst gibt es aber die Grundbedürfnisse. Essen, Trinken, Sicherheit, Sexualität, das sind einmal die wesentlichen Bedürfnisse. Wenn die gestillt sind, und das haben wir ja bei den Herrschaften auf der Bühne hier vorhanden, dann kommt man zu weiteren und höheren Bedürfnissen. Und dann gibt es durchaus auch die Sinnfrage. Und ich gehe davon aus, dass es, würde ich sagen, fast jeden irgendwann mal Zeit seines Lebens begegnet, wo man darüber nachdenkt, mal mehr intensiv, mal durch einen Schicksalsschlag, wie ein Krankenhausaufenthalt oder Arbeitslosigkeit. Aber nicht jeder hat so spektakulär. Also vielleicht auch im normalen beruflichen Leben, im normalen familiären Leben, wo man sagt, naja, warum mache ich das eigentlich? Wo will ich hin? Warum tue ich das? Ne? Und dann gilt es zu sagen, na, wie beantworte ich diese Frage? Es gibt nicht die Antwort. Das ist der Sinn des Lebens. Wenn den alle erkannt haben, dann passt. Sondern es geht darum, dass jeder selbst erkennen muss, warum tue ich es? Warum lebe ich? Was ist mir wichtig? Was ist mein Ziel? Aber auf dem Weg dorthin gibt es Menschen, die sehr viel Geld ausgeben. Ich habe mich auf die Sendung vorbereitet. Bitte, das ist aber bravo! Und habe im Internet mal Sinn des Lebens eingegeben. Also die ersten Treffer, die ich gefunden habe, sind alles Angebote, wo ich sage, da wäre ich vorsichtig. Entweder es geht in die Sektenrichtung oder es geht in Angebote, Seminare, die genau wissen, was der Sinn des Lebens ist und das vermitteln wollen. Ne? Mhm. Warum gehen Leute in solche Seminare? Einerseits, um entweder die Antwort zu finden oder um die richtigen Fragen gestellt zu bekommen. In beiden Fällen wird es wahrscheinlich schwierig, ich sage nicht unmöglich, aber schwierig sein, tatsächlich etwas für sich zu finden, weil das Wesentlichste ist, mit sich selbst das auszudiskutieren, Zeit zu haben, sich zurückzuziehen und nachzudenken, mit sich selbst nachzudenken und zu überlegen, warum und was möchte ich. Und da ist es wahrscheinlich eher besser, nicht 30.000 Euro auszugeben, sondern
Ist ja auch hinzusetzen. Schön, wie Volker Degedorf gesagt hat, also das Zuhören, man hört sich ja auch selber gar nicht zu, sprich, man hört gar nicht selber in sich ganz hinein. Ganz genau. Also dieses Sprechen mit sich, dieses eigene Reflektieren, das muss getrainiert werden, das muss geübt werden. Mhm. Das ist nicht etwas, was wir so einfach abrufen können. Aber das ist wichtig für die Psychohygiene, dass es uns gut geht, dass wir zufrieden werden. Was sagst du zu Kurt und seiner Grottenerfahrung? Ja, das würde ich sagen, ist ein gutes Beispiel, wie jemand zum Glauben gefunden hat. Ich will das gar nicht beurteilen, ob das tatsächlich so war. Das kann man natürlich wissenschaftlich sehen, dann wird es vielleicht ein bisschen problematischer. Man kann es individuell sehen, dann ist es so, wie es der Kurt erlebt hat. Wesentlich ist, was kann Glaube bringen, egal wie man dazu kommt und was man davon hält. Und Glaube kann, und dafür gibt es Studien, vor allem aus Skandinavien, Glaube kann Menschen helfen, dass sie Sicherheit bekommen. Aber das muss ein Glaube sein, der keine Angst bereitet, der positiv ist, der wertschätzend ist, der keine Vorschriften macht, nur du musst und ansonsten passiert das und das. Und so ein Glaube ist etwas, was Menschen hilft. Glaube, der einschränkt, das ist etwas, was eher zu Krankheiten und Schwierigkeiten führt. Dankeschön. Gerne. Na? Sind Sie zu Hause jetzt erleuchtet? Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn Sie mir davon erzählen. Aber bitte melden Sie sich auch, wenn Sie noch im Dunkeln tappen. Servus. Körpersprache, Fremdsprache. Wenn Sie wissen möchten, was Ihr Partner so alles sagt, wenn er nur mit dem Körper spricht, dann rufen Sie an und Barbara Litze ein. Diese Sendung wurde